Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 80 und wir sind auf dem Weg, die Quest abzugeben von den zwei Mannequins, nenne ich sie mal. Die in der letzten Folge auch dabei waren, wissen, was ich meine. Hier, wo ich immer versuche, die Kiste zu öffnen oder. Die Fackel der Vergeltung. Und ich habe gerade mal geguckt, so wie es aussieht, können wir auch unsere Axt wieder nehmen. Oh. Sieht gut aus. Und ich hatte nämlich die Moment der Stunde genutzt und mich mal schnell ein- und ausgelockt. Der schnell zurückgelaufen an seinem Platz, wohin gehört. Ja, hier vorsichtig sein, so mal abgemountet. So. Kann ich euch helfen? So. Was nehmen wir uns denn? Ja, dann stärker, ne? 2 Gold und? So. Seht, haben wir die auch behalten. Die Tour bekommt. Oh Mann, und wieder die Tour. Die Tour. Was kann ich für euch tun? Ach, macht mein Sie den Ehrenfreund gegrüßt. Schönen Tag auch. Tja. Ich würde sagen, ich gehe mal schnell verkaufen, dann gucke ich mal da rein. Weil normalerweise war es so, dass sich der Guteste hier in einen Drache verwandelt hat. Ein bisschen Feuer gespuckt hat, hier drüber und dann abgehauen ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert, wenn das noch passiert. Aber gucken einfach mal. Erstmal Schwupp, Schwupp. Ja, verkaufen. Ja, theoretisch müssten wir auch. Müssten wir auch mal unsere Sachen wegschicken, haben wir auch wieder was an der Platz. Weil die nehmen auch immer viel Platz ein. Wohl das Tiefensalz kann man noch gebrauchen. Winter kann man auch noch gebrauchen. Die Sache Verruf. So. Zerrittiert nur so. Dann aber jetzt sind es so ein Brie und eine Schuppe hier. Aber wofür die Schuppe ist, weiß ich nicht. Ich habe die noch auf dem Live-Server auf meiner Bank liegen, aber.
hab nie verstanden, wofür das Ding ist. Vielleicht weiß es ja eine von euch. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Also ich habe nie herausgefunden, wofür das ist. Ob man damit noch irgendwas bekommt oder so, wenn man es irgendwo abgegeben hat. Man weiß es nicht. Ich habe die ein paar Mal die Schuppe, weil ich die Quest recht cool fand und habe die öfters gemacht mit verschiedenen Dings. Aber die gute Quest gibt es ja nicht mehr. Und der steht eigentlich dann nicht mehr Ehre da. dem König, Freund. Hallo. Nur noch Was kann der. ich für euch tun? Seid vorsichtig. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf hat, fängt er nämlich auch an zu weinen, weil der Meister ja dann weg ist. Weil er sagte, er lebt nur, um seinem Meister zu dienen. Das ist etwas arg steil. Das ist etwas arg steil. Wir sind zu weit. Ob der denn, ja? Tja, ist doch so. Nichts anderes übrig, leider. Von uns auf einmal. Immer noch im Kampf. Ich wollte eigentlich mal aus dem Kampf raus, damit ich vielleicht ein bisschen ne, hier sag schnell. Regenerieren kann. Aber das finden die wohl nicht so wichtig. Ah, okay. Da oben ist wohl noch einer, der uns nicht mag.
Nochmal auf den Aufzug warten, auf die nächste Ebene. Bleibt ein Aufzug. Ganz oben so. Ich hoffe, der kommt ganz runter. Wäre ja zu schön gewesen. Wäre ja zu schön gewesen. Wollen wir nur Glück haben, ist es hier der Eingang. Gehen wir es nochmal aus. So langsam kriegen wir durch unseren guten Freund Aslan auch unser Leben zurück. Müsst doch uns ja. Marmorblöcke oder so. Da müssten wir hin. Keine andere Möglichkeit? Ne, anscheinend müssen wir wieder wegreiten. Ne? Puh. Anzeigefehler ist. Ist rechts vor links. Warten und weg. Da müssen wir rein. Oh Mann. Ziemlich tricky. Ziemlich tricky. Mal von der. Damals habe ich das mit dem Fernglas beobachtet, da mein erster Charakter, mit dem ich hier war, Ingenieur war. Ich glaube, das war das erste, was ich gebaut habe, war ein Fernglas. Also ich mich erinnere. Ups. Die muss man auch irgendwann killen, oder nicht? Das gewusst. Nur gewartet. Der Freund Aslan, der kann auch hier durch die Gegend hüpfen. Finde ich keinen weiteren Eingang in die Höhle.
Vielleicht den Eingang? Ja. Ja, das wäre jetzt nicht so, wie man das macht. Aber passt schon. Hat ja funktioniert. Ich hoffe nur, das ist der richtige Eingang. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, die Dinos. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Oder auch nicht. Mist. Verstehe ich das Ganze hier nicht. Haben die denn damals nochmal umgestrukturiert hier? Das, was man gesehen hat. Man, hier kann man doch lang gehen. Was ist denn hier los? Mutig. Und sterbe hier drin. Ich wusste gar nicht, dass die Lava doch so viel abzieht. Ich dachte immer nur prozentual. Sehr doof. Mal orientieren, wo wir sind. Okay. Der falschen Seite. Theoretisch ist ein Ring gekommen. Ja, Glück haben, aber nein. Kein Glück. Hier. Nix, nix, nix. Nee. Weg. Sieht man nicht viel drauf. Müssen wir so machen, ja. Muss man als Tote mit dem Aufzug fahren. Noch nicht im Allerdings können wir jetzt das gucken. Wenn wir schon mal tot sind. Schwupp. Man kann auch nicht übers Wasser laufen. So, hier sind wir theoretisch tot. Liegen wir so ein bisschen in der Lava rum. Hier sind endlich die Dinosaurier. Also kenne ich das zumindest. Ja, richtig. Da sind sie. Da ist der Eingang. Scheiße. Naja, gut. Dann habt ihr das Vergnügen, oder haben wir das Vergnügen, in der nächsten Folge herauszufinden, wie wir an diesen Eingang kommen und wo wir da auskommen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da. Teilt das Video. Setzt doch ein Like drunter. Heute habe ich viel zu sagen, wie ihr merkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.